Ganz und gar nicht ruhig ist es derzeit in Brasilien. Am Wochenende sind dort Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie fordern Präsident Jair Bolsonaro auf, zurückzutreten. Der Grund dafür ist vor allem seine Corona-Politik, die gerade in einem Untersuchungsausschuss durchleuchtet wird. Bolsonaro hat Schutzmaßnahmen ignoriert, Lockdowns abgelehnt und sogar Witze über die Krankheit gemacht. Dabei hat Brasilien besonders hohe Todeszahlen zu beklagen. Rainer Mostbauer berichtet aus Sao Paulo. Fora Bolsonaro, weg mit Bolsonaro. Das ist der Schlachtruf der Opposition. Wie hier in São Paulo demonstrieren gestern in rund 200 Städten in ganz Brasilien Zehntausende gegen Präsident Jair Bolsonaro. Diese Regierung hat vor allem den ärmeren Menschen den Krieg erklärt. Der Präsident hat keinen Plan gegen die Corona-Pandemie. Er kampanisiert sogar gegen die Impfung. Um Präsident, que faz campanha contra a vacina. E principalmente fora Bolsonaro. Der Präsident muss weg, er bringt uns mit seiner Corona-Politik noch alle um. Und dennoch, Massenproteste mitten in der Corona-Pandemie. Die brasilianische Opposition steckt in einem Dilemma, sagt der Politikwissenschaftler Marco Antonio Teixeira. Da besteht natürlich ein Widerspruch. Man kann nicht auf der einen Seite Corona-Schutzmaßnahmen einfordern, den Präsidenten für sein unvernünftiges Agieren scharf kritisieren und dann selbst Massenkundgebungen organisieren. Eine Gratwanderung, also in Sachen Glaubwürdigkeit für die Opposition. Zumindest die in São Paulo geltende Maskenpflicht, auch in der Öffentlichkeit, wird gestern eingehalten. Oppositionsführer Lula da Silva hat sich bei der Demo nicht gezeigt. Nachdem der oberste Gerichtshof das umstrittene Korruptionsurteil gegen ihn aufgehoben hat, darf der 75-jährige Sozialdemokrat bei den Präsidentenwahlen nächstes Jahr antreten. Lula inszeniert sich als staatsmännischer Anti-Bolsonaro. An einer Massenveranstaltung kann er deshalb nicht teilnehmen. Politik wird in Brasilien maßgeblich auch auf der Straße gemacht. Hier entstehen die stimmungsvollen Bilder, die von den Medien verbreitet werden. Und die Straße, die wurde bis jetzt nicht von der Opposition dominiert. Die Straße, die gehörte lange ihm. Präsident Jair Bolsonaro, der Abstandsregeln ignoriert, veranstaltet fast jedes Wochenende eine Kundgebung. In den Umfragen liegt er dennoch hinter Lula. Doch abschreiben sollte man Bolsonaro auf keinen Fall, so der Experte. Falls Bolsonaro nämlich die Pandemie wieder erwarten in den Griff bekommt und die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt, dann würden die Karten neu gemischt.